Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Und heute machen wir was ganz anderes. Und zwar heute machen wir mal die ganzen Nebenaufgaben fertig, damit wir uns weiter um die Hauptquest kümmern können. Allerdings haben wir so viele Nebenaufgaben, die müssen auch mal irgendwie gemacht werden. Und wenn ich jetzt mal auf Aufträge gehe, dann kann man natürlich hier oben die Hauptaufgaben. Aber wir könnten mal hier unten anfangen, zum Beispiel mit dem Axio-Duell. Eine Karte, suchen wir mal, wo das ist. Das ist ja dieses Spiel da auf dem Brett da, ne? Da macht es wohl Sinn. Da macht es wohl Sinn, hier hinzuweisen. Ein paar Nebenaufgaben müssen wir fertig machen. Erstens steigen wir dadurch auch in unserem Rang. Und das ist ja auch wichtig, damit wir überhaupt weiterkommen. Ich sage ja immer, Reisen erweitert. Hui, fliegen wir gleich darüber. Ach, guck mal, das ist das Spiel, was wir am Anfang mal gespielt haben. Da braucht jemand eine Herausforderung. Die bekommt er. Und zwar durch mich. Den Meister des Aktio-Games. So, komm her, du Affe. Du Lackaffe. Guck ihn dir an, diesen Lackaffen. Da. Was machst du denn hier draußen? Dich zu einem Accio-Duell herausfordern. Na klar. Es wird Zeit, dass du dich einem echten Gegner stellst. Außerhalb von Ronans Zauberkunstunterricht. Ein Accio-Duell ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Kräftemessen. Ein Härtetest für Hexen und Zauberer. Also. Na gut. Ich bin dabei. Legen wir los. Super. Okay, Accio muss ich jetzt mal auf mein Tablett legen. Keine Runde ist Accio, die Entschuldigung. Accio. Übertrifft das mal. Also warte. Muss einfach Accio rauf machen. Akio. Übertrifft das mal. Das war ja unglaublich. Klar. Akio. Oh nein, er kickt meine Kugel runter. Obwohl, ne, er schafft er nicht. Ein Kinderspiel. Aber nicht schlecht, da gebe ich zu. Super. Nicht runterfallen. Ah, Glückstreffer. Wenn du meinst. Machen wir einen letzten. Oh, er kann aber gut zielen da. Wie hat er das denn geschafft? Okay. Aus dem Handgelenk. Wir haben jetzt aber schon gewonnen. Nein, aber noch nicht. Okay. Ich brauche gar nicht so weit machen. Ich muss ja nur. Ach hier. Alle drei auf Blau. Nein, nicht runterfallen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut, du hast mich besiegt. Hab ich. Weil du ein Loser bist. Du bist die. Du hattest nur Glück. Du meinst? Komm schon, Leander. Jetzt sei doch nicht so. Also schön. Du bist gut. Zumindest besser als ich. Ich sage den anderen, dass du weiterspielen kannst. Den anderen? Ich habe 7-mal in Folge gegen Samantha Dale verloren. Die anderen Accio-Duellanten dachten, du wärst keine echte Herausforderung, wenn du mich nicht besiegen kannst. Oh, das bin ich mal gemeint, Sieben. Leander, wie formuliere ich es am besten? Ich sag's einfach. Du bist nicht dafür geschaffen. Das hättest du auch netter sagen können. Aber vielleicht hast du recht. Ich sage den anderen, du bist gut genug für sie. Ja, mach das mal ruhig. Das verpiss dich. So. So, wir müssen Nebenquests abschließen. Weiter gehen wir hier rauf. Gucken, was wir noch haben. Trigger. Ganz unten. Ein Hauch von Liebe. Finde den Schatz anhand der Schatzkammer fliegenden Kerzen. Naja. Sprich mit Adeles Oaks. Okay, machen wir die Aufgabe. Die Karte anzeigen. Okay. Da ist sie. Ich aber dahin. Boom. Das Dünne, über wen macht sie sich Sorgen, ne? Das weiß man nicht. Los geht's. Da steht sie doch schon. Adelaide Oaks, oder? Ich habe deine Eule erhalten. Ja, ich bin Adelaide Oaks. Oh je. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden.
Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt, nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich wäre auch besorgt. Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Kann ich verstehen. Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Ich werde mich für dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Die Geschichte von Roland Oakes. Roland, was ist dir nur zugestoßen? Okay. Wenn du... Ich muss mal fragen, auf der Karte gucken, wie weit das ist. Guck mal da, okay. Wird er nach Hogsmeade geehrt? Nee. Zeig mal die Weltkarte. Ist hier hinten irgendwo? Dann gehen wir einfach hier hin. Kommen schon ein bisschen dichter ran. Und dann fliegen wir in den Rest. Oder? Geht es Adelaides Onkel Roland gut? Sie klang sehr besorgt. Laut Adelaide liegt das Lager ihres Onkels in der Nähe von Rockborough, am Fluss vorbei. Auch über den Wald fliegen ein bisschen. Mir dein Elend zu beenden. Oh, danke. Da. Gut. Das ist ganz cool, dass man überall hinfliegen kann. Da hinten ist man natürlich schneller überall da. Oh, was ist das denn hier? Muss man nebenbei. Oh, was hat das mit Astronomie zu tun? Das ist schon auch ein Rätsel später. Uiuiuiui. Ob das Mr. Oaks Lager ist? Renrocks Anhänger. Direkt voraus. Soll ich es mit... Wen haben wir denn hier? Noch eine Idee. Nicht da. Komm, bring. Die Hände. Lass dir. Au! Oh. Erwischt. Oh! Du kämpfst ja! Oh nein! Alter, ich bin so knapp hier gestorben jetzt gerade. Gibt's doch gar nicht, ey. Ich geh mal ein bisschen zu leichtsinnig ran an die Sache. Okay. Warte mal, kann ich einen Apfel essen? Muss ich ein bisschen stärker werden? Nee. Da liegt doch ein Brief. Mal gucken, was dran steht. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Okay. Ah, hier bin ich jetzt gerade. Nee, ich bin jetzt gerade da. Und muss am Fluss längs bis da. Oder? Mr. Oaks Geschäftsbuch. Ah. Rangos Bande hat sie mit einem Treffen einverstanden erklärt, aber der Gedanke daran erfüllt mich mit Unruhe. Sie teilten mir ihre Forderungen mit und gerieten in Wut, als ich Fragen stellte. Ich habe belauschen können, wie sie über ihren Plan in Koboldgack sprachen. Sie sind hinter seltenen Metallen her, die zum Bohren verwendet werden können. Ich will sie auf keinen Fall verärgern. Sie wirken ziemlich reizbar und dieses Geschäft ist von höchster Bedeutung für mich. Vielleicht können wir zu einer Einigung gelangen. Vielleicht. Okay.
Ich habe mich mit denen geeinigt, ich habe sie alle getötet. So, nur nebenbei. Jetzt müssen wir kurz gucken, wie wir da am besten... Also, auf der Karte... Da ist auch ein Schnüffler. Ne, wie heißt die immer? Sniffler? Ne, wie heißt die immer? Ich weiß nicht mehr. Am Fluss längs war auf der Karte zu sehen, oder? Nutze Rolands Karte. Rolands Karte sind ein paar wichtige Punkte. Okay, vielleicht. Okay. Ist kein Fall. Okay. Ich muss noch kurz auf die Aufträge gucken. Wie kann ich mir die Karte denn angucken hier direkt? Hab ich immer noch nicht verstanden. Rebellion. Na gut, pass mal auf, wir fliegen mal einfach. Also, hier war das Lager, ne? Dann sind sie am Fluss längs. Eine Felsformation. Das ist das erste Symbol auf der Karte. Weiter zum krummen Baum. Zum krummen Baum, okay. Muss er hier im Wasser längs gehen denn? Krumme Baum. Ich frage, ob es hier hoch ging. Oder da längs gehen. Wer hier wohl gelebt hat? Gucken wir zum Kopf an. Confringo! Nicht in dem... Ach, toll. Warte mal kurz. Das ist der krumme Baum hier. Dieser Tag ist schon viel zu lang. Was haben wir denn hier? Ach, den Außenboss betreten. Okay, landen wir kurz mal hier. Jetzt werfen wir richtig. Ruin von Korov. Mal kurz. Mal kurz hier. Schleudere einen springenden Kommandanten der Anhänger zu Boden. Besiege einen Gegner mit alter Magie. Hier geht mit einer Minute den Tag. Ja, okay. Schön, dass du... wo ist die Tentakel da? Ja. Ich sollte vorsichtig sein. Ich bin ganz allein. Vielleicht habe ich weiter oben in der Burg mehr Glück. Vielleicht. Wir gucken uns trotzdem mal alles an, was du findest hier. Nimm alles mit, was wir finden können. Denn wer weiß, was da noch so auf uns zukommt hier drinne. Schon ganz schön spannend, muss ich zugeben. Hier ist nichts zu finden. Revelio. Ah, ist auf der anderen Seite, okay. Kleines Mond. Weg von zu Hause, was? Lazio! Lazio! Nintendo! Oh, da hab ich getroffen. Ein Arschloch. Lazio! Komm, bring! Oh Mann,
Der Level dauert. Was hier wohl passiert ist? Naja, was Schönes nicht. Eine Leiter. Die brauche ich. Hallo? Nun, irgendwas hat ein Geräusch gemacht. War ich wohl selbst. Gucken wir oben so. Da ist noch einer. Hat er mich gesehen? Hat er mich? Ein bisschen rumschleichen muss man schon hier. Ich bin der Sneaker. So. Ja, ja. Die will ich haben. Sieht nach Ärger aus. Was mache ich hier? Dieser Wachdienst ist sinnlos. Ah, ich hätte ihn jetzt mit dem Armbrustbolzen klauen sollen. Aber ganz ehrlich, war ein bisschen zu aufwendig, ne? Und jetzt erstmal rausfinden, was wir hier drin rausfinden können. Das ist der Ort auf der Karte. Ich sollte jetzt gut aufpassen. Sorry. War vielleicht zu dolle für dich, aber... So ein traurig wirkender Ort. Stimmt eins. Revelio. Lass jetzt hier nochmal rein. Sollen wir die Ruinen betreten? Natürlich. Jetzt wird's spannend. Hm. Kann ich mir auch noch durchschleichen oder lieber nicht? Was finden wir wohl hier drin? Ist doch geil, wenn er im Sneak ist, dass er doch flüstert, ne? Sagt das auch nicht laut, dann sagt er, Emilio. Hab ich an alles gedacht hier. Diesen erbärmlichen Menschen hier festzuhalten, ist eine Strafe für uns alle. Hallo, Homura. Na, wo ist es denn da? Keiner. Meiner Familie haben mal in den Minen geschlafen. Kritikus Totalus. Adelaide hatte wohl den richtigen Riecher. Ja, aber hier ist nicht der. Der Vater ist ja nicht drin, da kann ich da oben irgendwo. Dann ist einer. Hat er noch mehr da unten? Hallo? Ah.
Bin gar nicht gestört. Okay. Das war ja gar nicht mal so schwer hier. Ich hab den Helm nicht angefasst. Aber danke, dass du als erstes mich verdeckst. Hier ist auch irgendwas. Gibt's noch so einen sneaky Weg hier? Oder hätte ich einen anderen Weg kommen können von hier? Wahrscheinlich, ne? Ach, guck mal, hier ist noch eine Höhle. Was ist das denn? Gaunergewand. Das ist ja mal kurz, dass man noch mal kurz reingucken kann, was man da so noch an Ausrüstungssachen hat, ne? Was Neues gesammelt hier, was Cooles? Oh. Nicht wirklich. Also. Und das erstmal anziehen, bis das Orange da gut ist. Okay, nichts Besonderes mehr dabei. Gut, aber naja, man muss ja alles nachgucken, ne? Erkunden, auspassen und finde Roland Oaks. Den finden wir schon noch. Da bin ich mir ganz sicher. Na, guck mal hier. Welche Gegner? Das meine ich ernst. Gehe ich da rein oder gehe ich hier längs? Also ich glaube, hier geht's zu dem... zum nächsten Typen. Aber ich glaube, wir müssen hier alle killen. Also beziehungsweise alles kalt stellen. Nicht, dass die auf einmal alle auf einmal ankommen. Hier in der Bibliothek finden wir bestimmt was. Wo sind zwei drin? Okay. Eingesperrt lernt er seine Lektion schon. Da bin ich mir sicher. Pegrinicus Totalus. Ich meine, man löst ja alle auf irgendwie, ne? Ich bin jetzt nicht sicher, ob die nicht... Oh, guck mal, ganzen Tränke bekommen hier. Bin mir nicht so sicher, ob wir nicht doch alle irgendwie töten gerade hier. Oder? Fünf Tränke, oh, das kann sein, dass hier ein fetter Boss kommt. Wenn man so viel Tränke auf einmal findet. Das kann natürlich sein. Oh, hier krache ich doch runter, dass ich jetzt schon komme. Dann gehe ich lieber hier längs. Hier. Wir sind einige, aber das können wir trotzdem schaffen. Eine Kesseltür. Wie geht sie auf? Pegrinicus Totalus. Da drüben holen wir auch noch schnell. Jetzt müsste eigentlich nur noch einer da unten sein, oder? Dann Renrocks Händen. Gut. Ich wollte eigentlich ruhiger angehen, aber dann geht's halt auch so, ne? So, wie kriegt man das auf? Darum hat er sich gewundert, ne? Wundere ich mich auch gerade. Haben wir genug Getränke hier? Okay, die Tür müssen wir anders aufkriegen. Aber da wird drin, da wird er sein, hundertprozentig. Wahrscheinlich muss man diese Kesseltür irgendwie in Gang kriegen. Kann ich nicht einfach so hoch? Revelio. Da muss man irgendwas in Gang setzen, das behaupte ich mal. Jetzt rausfinden, wie es geht. Da geht's runter. Was ist ein Gitter? Halt, hier ist irgendwas.
Wahrscheinlich irgendwas. Was müssen wir in Gang setzen? Bei Hitze rein oder so. Keine Ahnung. Komm, trink! Nee, das nicht. Okay. Also ich glaube, wir schleichen uns trotzdem weiter hier durch erstmal wieder. Dass wir nicht jemanden auf einmal überrascht treffen. Bis da mal kurz durch hier. Gucken, was hier drin ist. Eine Truhe auf jeden Fall. Ja, aber auch nicht. Aber gucken, was drin ist. Schuluniform. Na siehste. Ein Karo-Blazer. Ja, wenn schon, killen denn in stylischer Uniform. Gucken, was da noch ist. Okay, sind einige Kobolde. Ich frage mich, ob Adelaides Onkel da hinten ist. Du hattest noch nie einen Pilzeintopf wie den, den meine Mutter gekocht hat. Pilze, so groß wie Salatkörner. Angst zu kämpfen. Ja, ist wohl besser, wenn da nichts ist. Allein Ranrock schuld. Er ist ja wütend, weil ich alle umbringe gerade. Na gut. Durch. Geld. Hm. Hallo, Mr. Oaks. Das Schloss dieser Zelle ist verzaubert. Mit so etwas habe ich schon meine Erfahrungen gemacht, aber ohne Zauberstab kann ich nichts tun, um es zu öffnen. Sie haben eine Tür zum Kesselraum erwähnt. Finden Sie die. Ich muss Mr. Oaks Zauberstab finden. Wo kann er sein? Hm. Oben? In diesem Kessel? Dahinter dieser Kesseltür wahrscheinlich? Bloß, wie kriegen wir die auf? Da ist irgendwie so ein System, wo irgendwas längs läuft. Folgen wir mal den Rohren. Da oben? Wie komme ich aber da hoch, ist die Frage. Ah, warte. Ich laufe einen anderen Weg. Müsste es ja hier längs gehen? Doch, hier rüber. Das ist da, wo ich dachte, das fällt auseinander. Tut's gar nicht. Okay. Ja, yeah, okay. Komm, trink! Okay, kann man die jetzt aufmachen, oder was? Guck mal. Ich geh die jetzt ja auf. Okay. Bei Gringotts für kein Geld der Welt würde ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Ah. Wir bekommen, was man uns schuldet. So oder so. Revelio. Hier sind einige drin, müssen uns irgendwie durchsneaken. Das? Aha, aha.
Okay, okay, okay. Jetzt haben wir schon ein paar Powerträger. Aber es ist eine geile Wand hier. So wie bei... Wie bei in London, ne? Okay, es sind recht viele. Es wird ein fetter Kampf. Jetzt gucken, wie wir das am besten machen. Ich kann nicht mal einen so einzeln ausschalten. Das funktioniert einfach nicht. Okay, es macht keinen Sinn. No. Also, du mich besiegst. Ich kenn dich. Ich werde nicht ruhen. Oh. Oh, hab ich getroffen. Alter. Okay. Oh, komm schon. Ja, das ist aus Ende für euch. Okay. Es ist zu spät, um deine Fehler an. Das alle, oder? Habe ich auch ganz schön viele Tränke verbraucht. Sind richtig vom Stuhl weggerutscht hier, ey. Hat doch einige. Ist aber alles ein hier. Oh, ich habe meine Ausrüstung ist voll. Kann ich mir eins rein? Okay, müssen wir kurz gucken, dass wir hier was rausschmeißen. Weil das wäre ärgerlich, wenn wir irgendwas nicht mitnehmen können. Draußen liegen. Gut, hier müsste aber irgendwo jetzt der Zauberstab von ihm sein. Liegt der hier oben hier vielleicht? Da, Truhe? Nein, verfranzte Scheiße. Der muss da irgendwo hier, da ist ein Weg. Das muss Mr. Oaks Zauberstab sein. Das wird er wohl sein, ja. Vielleicht kann er sich jetzt befreien. Lass mal zurück zu Mr. Oaks. Ach, jetzt müsste er sich befreien können.
Vielleicht kann er mir auch ein Alohomora in Stufe 2 beibringen. Wer weiß. Bitte geben Sie mir meinen Zauberstab. Das ist meine letzte Chance, hier herauszukommen. Bitte. Ja, bitteschön. Oh, was für ein Gentleman. Geschafft! Mein Zauberstab und... Halt. Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen Sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Oaks. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oaks. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Ach, hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab, wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ja. Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich gewiss noch viel größere Sorgen. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Alter, Dankeschön. Oh, sie operiert. Mr. Oaks hatte Glück. Renrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Okay, es wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn hier drin noch eine Dings gewesen wäre, eine Truhe. Aber ich hätte es trotzdem cool gefunden, irgendwie. So. Revelio. Das war doch schon mal gut. Gut, jetzt haben wir. Gucken wir mal kurz auf unsere Aufgaben hier. Das war eine, ich dachte, das wäre eine kleine Aufgabe gewesen. War schon eine ganz schön große Aufgabe, muss man zugeben. Genau. Das heißt, wir können ja auf jeden Fall mal. Ich dachte, ich kann hier gar nicht reisen. Ich muss hier rauskommen erstmal, wo ich irgendwas machen kann. Okay. Gemacht, da war rausgekommen. Hier bin ich hergekommen. Hier geht's dann raus gleich, ne? Genau. Gehen hier aus der Gerucht. Revelio. Da geht's raus. Genau, und dann gehen wir einmal in die in den Burgturm. Also in den Raum der Wünsche. Um ein paar Sachen zu identifizieren. Gucken, was wir da so bekommen haben. Erinnert sich an damals, als ich in Gringotts Pass auf einem Wagen gefallen bin. Gut, also Hogwarts und fliegen. Genau, das ist eigentlich ganz gut. Dann lassen wir die einmal identifizieren, die Sachen. Und ja, wir wollten eigentlich viele Nebenquests machen. Die haben wir gar nicht geschafft, wie ihr gemerkt habt. Das sind so viele Quests, die es hier gibt. Und zweitens war das jetzt echt eine lange Quest. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so lange braucht für so eine Nebenquest. Aber naja, so ist das. So, also mit den Türen und so ist schon ganz geil gemacht, auch wie sie verschwinden und auftauchen. Dick? Oh. Ah, Dick ist so froh, Sie zu sehen. Dick ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben. Dick hat sowas schon mal gesehen. Dick nennt es einen Schnappsack. Mhm. Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Ha,
angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat. Dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Wenn ich so drüber nachdenke, sind die Tierwesen vielleicht bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Deke auch. Sehen Sie, der Raum wusste genau, was Sie brauchen. Und zum Glück kann Ihnen Deke zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Oh nein, ich wollte jetzt keine neue Aufgabe machen. Kommen Sie mit. Verdammt. Na gut. Unser erster Halt ist das Burggelände. Ja, machen wir gleich. Jetzt gehen, oder Sie wenden sich später an Deke, wenn Sie bereit sind. Ich wende mich später an Deke. So, jetzt werden wir einmal kurz unsere Ausrüstung checken. Also, hier haben wir neue Sachen. Hier ist reduzierter Schaden durch dunkle Straßenköter. Hier ist nichts. Oder den sollten wir nehmen. Der ist so ausgewählt, aber da sind keine Eigenschaften drauf. Gut, was haben wir hier? Also. Auch nichts Tolles. Imperio, oh, den Zauber haben wir noch gar nicht. Aber den nehmen wir mit. Imperio ist keine der Zauber. 43. Wir haben auch keine Eigenschaft drauf, deswegen können wir ruhig das auch nehmen. Super. Gut. Wir gehen nochmal kurz hier auf das hier. Haben wir irgendwas erreicht schon wieder? Die müssen wir noch machen. Einsammeln. Oh, warte, hier. Ja, Kampf. Ach, da. Nee. Da unten. Ach, da geht unten weiter. Guck's mal an. Hab ich vorher gar nicht gesehen. Siege 10 Spinnen. Ausrüstungseigenschaften, Rezeptbelohnung. Okay, das sind alles so Sachen, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Ich depp. Belohnung für Erscheinungsbild, Offiziersuniform. Na gut. War jetzt auch nicht so viel, ne? Was denn? Muss man alles mal sehen. Belohnung für Nachttänzer. Okay. Nichts weiter drin. Okay, dann haben wir alles. Sammlung ist nicht so wichtig. Eulenpost müssen wir mal reingucken. Talente können wir machen. Und zwar. Vielleicht noch ein paar Zaubersprüche. Der Wurzel ist ein zusätzlich starker. Was ist das hier oben denn dort? Das sind ganz geile Sachen, die da dazukommen noch, ne? Das ist mir gerade mal aufgefallen. Der Künstler. Okay, nehmen wir das auch mal mit. So. Gut. Perfekt. Mit Deke machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Tschüss.